Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir wollen, müssen jetzt dringend Materialien beschaffen und dafür Ruin tauchen gehen. Das machen wir auch prompt. Ich weiß gar nicht, auf welcher Stufe wir aufgehört haben. Oh. Hello, G. Well, this is a surprise. I predicted that the Civil Corps would show up any minute now to rescue me, but I didn't expect them to send some random individual. Nevertheless, you're here now. Proceed with your extraction plan. I won't complain. You do have a plan, right? Wait, wait. By the look on your face, perhaps you're not a rescuer, but a fellow prisoner instead. Oh. Okay. Well, you can join the club and sit over there while we wait for the proper authority to appear. Hold on, I recognize you. You're the new builder. Perhaps we don't have to wait. With my intellect and your logistical aptitude, there may yet be new possibilities to extricate ourselves from this predicament. Let's look around this area to see if there's anything we can use to escape, relics or otherwise. Okay, gemeinsamer Fehltritt, hallo G. I fell into this area seeking relics from my laboratory. Upon concluding the indisputable nature of my confinement, I decided to take a nap. According to my calculations, I've been down here somewhere between 2 hours and 2 days. War ich zwischen 2 Stunden und 2 Tagen hier unten? Das ist sehr genau. G, sehr, sehr genau. So, wir kriegen G's Spitzhammer. Der hat lila eine Qualitätsstufe. Allerdings ist der ein Steinhammer. Und ich bleib bei unserem Bronzehammer, ja? Okay, gründlich umsehen. Wir sammeln mal ein Stück Leiter. Perhaps if this machine were repurposed somewhat, it could be fitted with an engine. With enough propulsion, we could likely fly out through that hole in the ceiling. However, any minor miscalculation in trajectory might cause us to die, which would be suboptimal. Let's put this one down as Plan Z. Or perhaps just use your pick hammer to break it down into scrap. I'll leave it to your discretion. Okay, Plan Z ist ja relativ weit unten in der Hierarchie. Wir bauen das mal auseinander. Ich find's gerade witzig, dass diese Quest getriggert ist, weil ich habe wirklich nicht beabsichtigt. Also, das wirkt ja jetzt so, als hätte ich das gewusst und würde die. Hätte die Folge deswegen in der letzten. Also, die letzte Folge deswegen früher beendet. Aber das stimmt gar nicht. Ich war gerade sehr überrascht, dass. Dass die Quest gestartet wurde. Wood, stone, metal, scraps. These things are useful to you, are they not, Builder? I must admit, I find using such basic components to solve our predicaments somewhat inelegant. Regardless, Builder, I recommend you collect these materials. They may prove useful in our journey to the service. Ich mag G voll. Der hat ein, eine Art an sich, die finde ich sehr amüsant. This machine reminds me of something very obscure. Something you never would have heard of. In certain old world literature, it was imagined that time travel might one day be possible. If only I could go back in time and warn myself not to travel into this tunnel. I could also tell my past self that you'd be falling down here around this time, and then sent myself to rescue you, solving this entire ordeal. That is, if my past self wasn't too busy right now. So, geht weiter. Wishful thinking, I'm afraid. Also, the fact that I did not meet myself before falling in here means that I do not uncover the secret of time travel on this particular timeline. Or is there a reason I would have allowed this to happen? In any case, this machine would probably do us better as scrap. Can you break it down with your pick hammer? Ja, mache ich natürlich.
looking up towards the skies for answers. That's entirely the reason I'm in this predicament in the first place. Well, Builder, our objective is rather straightforward, is it not? Exit through that gap above. Indeed, a mere difference in altitude has managed to contain us here. Könnt ihr hier etwas bauen, das uns näher zum Ausgang bringt, wenn ich genug Material hätte? Pay me no mind, Builder. Complaining won't improve our situation. I suggest we continue looking around. Okay, wir können jetzt eine Leiter bauen. Haben wir natürlich zufälligerweise alles gefunden. Oh, using the environment to bridge the gap between us and that opening up there. Brilliant! Ja, wir sind ein Genie. In any case, let's save our celebrations for the service. After you, Builder. Ich finde die Quest sehr amüsant. Also, ich finde sie sehr gut. Finally. Ich muss die ganze Zeit schmunzeln, das könnt ihr leider nicht sehen. So, fragen wir mal, warum bist du hierher gekommen? Science. Ich liebe Männer, die alles in einem Wort sagen können. Nein, ich finde es nicht schlimm, dass manche Menschen eher einsilbig sind. Finde ich absolut nicht schlimm, besser als jemand, der dir den ganzen Tag ein Ohr abkaut. Aber es ist halt manchmal so, ja, okay, hättest auch noch einen Satz bilden können. According to several core survey reports, I deduce the likelihood of uncovering a usable equatorial mount in these rooms to be upwards of 99.9%. Unfortunately, despite my in-depth and thoroughly digestible explanation, none of the Civil Corps members were able to comprehend the significance of an equatorial mount. Thusly, it became imperative that I come here myself, and hence, our untimely meeting. Ich finde G halt so cool, weil er ist halt Wissenschaftler durch und durch. Und durch Studium und so habe ich ja schon habe ich ja einige Wissenschaftler treffen dürfen, Professoren, die wirklich, das ist halt so schwer, was etwas für dich, was selbstverständlich ist, also Wissen, das du dir schon vor langer Zeit angeeignet hast, was einfach so, sag ich mal, in deine DNA übergegangen ist. Ist für dich halt eine Selbstverständlichkeit, aber man vergisst gerne dann mal, dass das nicht für jeden selbstverständlich ist. Und dann fängt man an, Sachen zu erklären und merkt halt, der Gegenüber kommt gar nicht mit, weil er gar nicht in dieser Thematik drin ist. Also das habe ich am meisten gemerkt, als ich im Chemiestudium war, weil das halt so ein mit Chemie, gerade wenn man dann tiefer einsteigt, wie im Studium, da kommen die meisten halt einfach nicht mehr mit den Begrifflichkeiten, was ich nicht schlimm finde, aber da muss man das halt anders erklären. Aber manchmal vergisst man das und Chief vergisst das komplett. Und das finde ich, weiß ich nicht, es hat für mich halt etwas bisschen Familiäres. Ich finde das total cool. Also ich kann seine Seite verstehen, ich kann aber auch die Gegenseite verstehen. Und deswegen, ich weiß nicht, es fühlt sich an wie nach Hause kommen wieder, quasi. Okay. My venture proved not only unfruitful, but also has caused a delay in my research. I must be heading back to the research center to make up for lost time. Perhaps I'll hire someone to continue the search for me. Komm, wir helfen doch mal. Render unto builders the things that are builders. Indeed, you would be much more suited to the task. Surely you'll be able to find pieces of an equatorial mount in the abandoned ruins, likely on a lower level. Once you've found the pieces by diving in the ruins, you can use the restoration machine at Katori's Museum to make it whole again. Please bring it to me at that point and not before. Goodbye. Okay, das machen wir. Ja, neue Nebenquest haben wir. Jetzt gehen wir aber wirklich in die Ruine und werden hier mal weitergraben. Hier gibt's noch keinen Motor, okay. Schauen wir mal. Und wenn nicht, müssen wir vielleicht sogar in die gefährlichen Ruinen. Weiß ich gerade gar nicht. Aber wir werden schon noch unsere Materialien bekommen. Mal, hier ist auf jeden Fall Kupfer. Das müssen wir mal abbauen. Oh, wir haben Level up und Schluck auf.
Hier ist noch mehr Kupfer. Hier unten scheint was zu liegen. Ah ne, es liegt weiter unten. Ist nicht auf der Ebene. Dann gehen wir mal hier weiter. So, da haben wir ordentlich ein Loch reingesprengt. Hier werden wir mal ordentlich Kupfer abbauen. Das ist gerade auch ein bisschen wichtiger, als Relikte zu sammeln oder den nächsten Ausgang. Jetzt kommen wir halt nicht weiter. So, Zinn nehmen wir auch mit. Da ist der nächste Ausgang. Ist das hier? Wir hängen hier schon wieder irgendwo fest. Nicht weiter, also wir müssen hier runter. Ach, das ist auch hier. So, gefunden. So, dann nehmen wir jetzt aber noch mit ein paar Hieben Kupfererz mit. Oh, ein bisschen haben wir noch mitbekommen. Okay, und dann geht's raus. Wir haben ja leider keine Ausdauer mehr. Können mal schauen, ob wir schon mal ein bisschen weiter was zusammenbauen können. So spät ist es ja noch nicht. Wir können auch zur Not natürlich noch Commissions annehmen. Wie heißt es dann? Handelsaufträge. So, dann schmelzen wir hier mal ein bisschen Kupfer ein. Erstmal 5. Ich möchte bitte die auch wieder mitverfolgen. Funktioniert manchmal leider nicht so. Guck mal. Danke. Jetzt funktioniert es wieder. Handwerkerrundgang, das machen wir mal. Das schiebe ich mal so ein bisschen nach hinten. Und die Vermessung des Himmels will ich auch nicht die ganze Zeit markiert haben. Das läuft auch nebenbei, wenn wir in den Ruinen sind. So, dann schauen wir mal. Da brauchen wir nur die Zahnräder. Das Leder hatten wir ja schon. Guck mal lieber hier, was fehlt. Motor. Ah, verlassene Ruin. Der Bruch, also gefahrvolle Ruin oder Laden. Ja, dann gehen wir halt nochmal in gefahrvolle Ruin rein. Das ist nur für den Auftrag. Können wir schon, guck mal, 1 können wir ja schon mal herstellen. Ach, die Kupferrohre müssten wir ja fertig haben, ne? Perfekt. Bronzeklingen, Kupferarsch, Kupferstangen, 10 Stück brauchen wir. Dann schmelzen wir hier auch noch mal ein paar ein. Dann läuft das. Wir haben schon wieder Punkte. Hier haben wir einen. Ah, Ausdauerpunkte. Plus 5% Max Ausdauer. Nehmen wir. Hier hatten wir überall nichts mehr, ne?
Aber wir hatten einen Stufenaufstieg. Stufe 13 sind wir jetzt schon. Und wir sind schon kurz davor, unser Werkstattlevel zu erhöhen. Also mit der Hauptmission werden wir es garantiert erhöhen. Wir holen uns jetzt trotzdem noch mal ein paar Aufträge ab. Drei Steinspeere. Komm, machen wir einfach mal. Wollen wir schon mal Hartholzdielen machen? Ich kann keine weiteren Aufgaben annehmen. Dann halt nicht. Können wir uns eigentlich schon mal bessere Waffen herstellen? Ich laufe wirklich ja noch mit Steinwaffen rum. Also, Steinspeer. Was brauchen wir nochmal? Wir brauchen noch Quarz und wir brauchen Holzstock. Eisenaxt. Guck mal, das sehen wir schon, was es gibt. Aber nein, wir können uns bisher keine besseren Waffen mehr herstellen. Holzstock. Können wir vielleicht hier Holzschrott bearbeiten? Drei Stück haben wir. Dann werden wir das wieder verwenden. Wie viel Holzstock brauchen wir denn? 9. Wir können 5 herstellen. Ich warte mal ab, wie viel hier rauskommt. Dann gehen wir jetzt einfach schon mal früh ins Bett. Starten den neuen Tag mit frischer Energie. Können wir auch ein bisschen noch Holz sammeln gehen und die Holzstöcker dann selbst bauen. Okay, morgen ist das erst. Sehr gut. Wir haben 3 Holzstock tatsächlich bekommen. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz ein bisschen Holz sammeln. Ihr seid durch, voll gut. Dann machen wir noch ein Zahnrad. So, die Kupferstangen können wir ja schon mal einsetzen. Da fehlen nur noch Motoren und die Bronzeklingen, die wir ja gerade noch am Bauen sind. Ach ja, den Stamm können wir natürlich noch wegmachen. Oh, Inventar ist voll. Dann sollten wir das mal ausleeren gehen. Stimmt, das habe ich gar nicht geleert nach dem Trip. Ruintrip meine ich in dem Fall. So, jetzt sieht das ja schon besser aus. So, wie viele brauche ich denn für jetzt ein Speer? 3. 3 haben wir schon, dann brauchen wir noch 6. Genau, 6 brauchen wir noch. Und wir brauchen noch ein bisschen Quarz. Das heißt, wir rennen wieder los. Und
hau ein bisschen auf Stein rum. Aber warte mal, war das Festgestein oder war das... Ich glaube, das war der normale Sandstein, ne? Kies. Ja, Kies war das. Haben wir schon genug Quarz? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Da vorne sitzt ein Knallhuhn. Da schien kein Quarz mit dabei zu sein. Okay, ich glaube, das reicht jetzt aber. Jetzt habe ich die Chance verpasst, mich mal vom Zug überfahren zu lassen. Ich will das echt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Oh, wir haben sogar einen in Stufe in Blau, in Perfekt. Warum gibt es herausragend und perfekt? Perfekt heißt ja, was ist denn... Warte mal, wir haben doch G's Hammer. Welche Stufe ist das denn? Selten. Ah, okay. Ja, verstehe ich. Die Unterteilung ist in Ordnung. Ich finde halt, perfekt hat keine Steigerung. Wer weiß. Vielleicht machen sie dann auch... Ich weiß ja nicht, was sie vorhaben, ob dann halt das Lilane das Höchste ist. Oder ob es später vielleicht noch sowas dann Richtung Orange geht oder Gelb. Das ist dann ja meist legendär. Hello. Ihr Auftrag ist fertig. So long, partner. Ich finde es total witzig, dass das halt sich in den Spielen generell so durchgesetzt hat. Weiß ist normal. Grün ist dann halt sowas wie ungewöhnlich. Oder also halt eine Stufe besser. Blau ist dann wieder eine Stufe besser. Lila und Gelb. Dass sich die Farben in den meisten Spielen, also nicht in allen, aber in den meisten Spielen so durchgesetzt, finde ich richtig, richtig cool. Man weiß halt dann sofort, woran man ist. So, das Zahnrad ist fertig. Dann bauen wir jetzt noch mal die Bronzeklingen und dann kümmern wir uns noch um die Motoren, ne? Ach, wir brauchen 4. Ja gut, wir brauchen noch mal 2 Zahnräder. Dann brauchen wir noch 1 Kupferbarren. 1? Wie sieht es mit dem Inventar aus? Würde ich, glaube ich, einmal kurz noch lernen. Guck mal, wir haben ein Mikrochip gefunden. Pack mal die... Ach, warte mal, haben wir eine Reliktur? Nö. Dann kommt das mit in Sonstiges rein. Material. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Und dann gehen wir mal ab in den Bruch. So, wir brauchen ja auch nur eine Waffe. Ach, G's Hammer können wir hier lassen. Und die Steine können wir mal wegwerfen. So,
Drücke ich hier nicht das Funktionsmenü? Hier muss ich es. Ah, okay, fallen lassen. Oben in der Leiste geht das anscheinend. So, hoch. Sind wir mal wieder aufgeräumt, was das Inventar angeht. Und dann machen wir noch, weiß ich nicht, einmal kurz Bruch. Und dann würde ich die Folge auch beenden. Und dann in der nächsten Folge haben wir da unser erstes Event. Ja, ne? Ja. Weil ich glaube, das Spiel beginnt ja sozusagen am 1. des Sommers und wir sind noch im Sommer. Also schätze ich mal, sind wir noch im ersten Monat. So, wir haben Ebene 1. Ebene, obere Ebene, so heißt sie. 10 bis 14 sollte man sein und hier hat man natürlich, je nachdem welchen Rang man erwischt, dann die Belohnung. Wer es braucht, verbraucht 120 Ausdauer. Ah. Wir haben nicht genug Energie. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, dann müssen wir am nächsten Tag dahin. Weil wenn wir jetzt noch was essen, dann wird es irgendwann zu spät. Mit dem Bruch. Guck mal, wir können ja mal gucken, ob Avio Motoren hat. Also ich will die nicht kaufen, wir werden die im Bruch versuchen zu organisieren. Aber wie viel die kosten würden, wenn er sie hat. Sieht nicht so aus. Hallo, Anschuhe. Howdy, even though the Civil Corps here is short-handed, we'll still do our best to keep you safe. See you. Ich glaube, dann würde ich wieder mal die Folge ein bisschen früher beenden. Sorry, das Wochenende gibt es halt eher kürzere Folgen. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um den Bruch. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.